Hallo zusammen, ich bin Marco Ansing und führe euch, liebe Zuschauende, als Moderator durch unser Leseprogramm. Und zwar hier beim NordConline. Den Anfang machen die Nordlichtfantasten und deswegen ist heute Sarah Stoffers bei mir. Hallo Sarah. Hallo Marco, schön dabei zu sein. Du magst zu schreiben, aber du bist auch als Schreibende bei den Nordlichtfantasten. Kannst du uns sagen, wer sind das überhaupt? Die Nordlichtfantasten sind aus einem Stammtisch von Fantasy-AutorInnen entstanden, die sich immer im Würfel und Zucker getroffen haben, und zwar am zweiten Donnerstag im Monat. Und also die sich getroffen haben, als das noch möglich war natürlich. Und daraus hat sich ein Interessenverband entwickelt von Fantasy-Schreibenden, die ja, aus allen Bereichen der Fantasy kommen und die zusammen zum Beispiel auf Messen gehen oder Lesungen veranstalten. Und du hast es jetzt gerade gesagt, alle sind regelmäßig im Würfel und Zucker gewesen, ein Café, ein Brettspielcafé in Hamburg. Kann da jeder dabei sein oder jede oder alle AutorInnen? Also beim Stammtisch kann jeder oder jede dabei sein, die am zweiten Donnerstag im Monat vorbeikommen möchte. Im Moment findet er nicht statt, aus bekannten Gründen. Aber sobald die Cafés wieder offen sind oder auch Innengastronomie möglich ist, wird sich stammtischig auch wieder treffen. Und da kann jeder oder jede dabei sein. Die Nordlichtfantasten selber sind daraus entstanden, sind also sozusagen nochmal ein Verein, der daraus entstanden ist. Da kann auch jeder oder jede Mitglied werden, aber da muss eben Interesse dran gezeigt werden, zu sagen, wir möchten gern dabei sein, wir möchten uns beteiligen und ja. Beteiligen, was tut ihr denn so? Was muss man denn machen? Also wir organisieren zum Beispiel Besuche von Messen. Wer schon mal einen Stand auf einer Messe hatte, weiß, dass das durchaus Geld kostet und Organisation. Und wir organisieren auch Lesungen. Wir haben vor der Pandemie im Würfel und Zucker regelmäßig alle paar Monate eine Lesung veranstaltet, wo einerseits AutorInnen von uns gelesen haben und andererseits immer jemand von außen zu Gast war, zum Beispiel Christian von Aster. Und das sind so zwei der typischen Sachen, die wir gemacht haben. Und ja, wir tauschen uns natürlich auch aus oder es ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich ein bisschen zu connecten sozusagen. Gibt es etwas, was wichtig ist, was man mitbringen sollte, wenn man bei euch dabei ist? Also man sollte irgendwie im Bereich der Fantasy unterwegs sein und offiziell sollte man auch in Norddeutschland leben. Wir haben inzwischen ein Ehrenmitglied, Janni Kaufmann, die aus Norddeutschland weggezogen ist, aber trotzdem noch das Ehrenmitglied der Nordlichtfantasten sozusagen, ist unser Außenposten. Aber also, weil sie einfach auch Gründungsmitglied schon von Anfang an war. Aber theoretisch sollte man in Norddeutschland leben. Noch ganz kurz zu dir. Du schreibst selbst, liest heute aber nicht. Ganz kurz, kann ich auch etwas über dich erfahren? Immerhin bist du auch ein Mitglied der Nordlichtfantasten. Ja, ich schreibe magischen Steampunk. Ich schreibe im Moment im Amrun Verlag und gerade kommt mein neuer Roman Berlin Magische Knochen heraus. Und das spielt in einem zukünftigen Berlin, in dem es einerseits sehr viele steampunkige Elemente und andererseits Zauberei gibt. Wenn ihr Sarah Stoffer lesen sehen wollt, auf unserem YouTube-Kanal vom letzten Jahr, da war sie ja dabei und da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ja. Sehr gern. Ja, was hören wir denn gleich? Jetzt kommt Janika Hoffmann, die liest aus Quell der Finsternis. Und darum geht's. In einer Welt, die von dunkler Magie bedroht wird, ist es an einer Gruppe Jugendlicher und ihrer Drachenfreunde, ihre Familien zu schützen. Sie sind die letzte Hoffnung Samelas, doch sie alle haben mit ihren eigenen Dämonen zu kämpfen. Und auf Janika folgt Markus Gewinski. Markus kommt ursprünglich aus Essen, lebt aber inzwischen auch in Norddeutschland. Und er liest aus Falkenfluch, einer Fantasy-Trilogie, über eine abenteuerliche Reise, auf der eine einfache Bauerstochter für ihren Edelmann durchs Feuer geht und nebenbei um das Schicksal eines Reiches kämpft. Vielen lieben Dank für den kurzen Einblick. Und dann würde ich mal sagen, los mit der ersten Lesung des NordConlines.
Alexis hatte das Geschehen stumm verfolgt. Als die anderen sich jedoch in Bewegung setzten, um Maya in zügigem Trott zu folgen, konnte er nicht mehr an sich halten. »Er wird nicht anhalten«, verkündete er und schüttelte den Kopf. »Das hat doch keinen Sinn.« »Du sagtest doch, dass Alana eine Waffe braucht«, bemerkte Mary spitz. Ihre Pupillen hatten sich leicht zusammengezogen. »Lass gut sein«, wandte Alana ein und bedeutete ihr zu schweigen. Sie sah Alexis flüchtig an, senkte dann jedoch wieder den Kopf. Ein Knoten bildete sich in Alexis Bauch. Ja, er hatte seine Begleiterin wirklich getroffen. Doch das stete Pochen des Mals auf seiner Brust erinnerte ihn daran, dass seine Warnung wichtig gewesen war. Vielleicht war es besser zu schweigen und sich aus den Gesprächen der Gefährten in Zukunft herauszuhalten. »Da sind sie«, verkündete Leandra unvermittelt. Alexis blickte auf, und tatsächlich waren Maya und Simon stehen geblieben. Dahinter war der Karren des Händlers nur teilweise zu sehen, doch er schien quer zu stehen. Die Flucht des Mannes war also offenbar wirklich beendet. »Sie haben ihn wirklich überzeugt?« Alana klang überrascht. »Nein«, widersprach Leandra sofort. »Er ist nicht freiwillig stehen geblieben.« »Wie meinst du das?« hakte ihre Reiterin verständnislos nach. »Da liegt ein Baum auf dem Weg«, erklärte Leandra, die mit ihren scharfen Augen offenbar deutlich mehr erkennen konnte als Alana und Alexis. »Mit dem Wagen kommt er da vermutlich nicht vorbei.« »Leandra hat recht«, stimmte Aaron ihr zu. »Ich kann Simon sehen. Er ist abgestiegen und redet auf den Mann ein. Wir sollten besser langsamer laufen. Wenn wir so angestürmt kommen, werden wir die Situation sicher nicht entschärfen.« Er setzte seinen Vorschlag direkt in die Tat um, indem er seine Schritte verlangsamte. Als sie den Schauplatz schließlich erreichten, war Simon noch immer damit beschäftigt, auf den sichtlich verängstigten Händler einzureden. Maya wandte den Kopf und bedeutete der Gruppe mit einem Kopfnicken, Abstand zu halten. »Nein, nicht!« rief der Händler aus und hob schützend die Hände vor das Gesicht. »Hab Gnade!« »Das sind keine Bestien«, redete Simon beruhigend auf den Mann ein. »Sie sind unsere Freunde. Wir reisen alle gemeinsam durch Samela, und unsere Drachen würden niemals einem Menschen wehtun. Sie sind friedlich.« »Es sind Bestien!« Der Händler zitterte am ganzen Körper. Alexis konnte es ihm nicht verdenken. »Wir sind nicht die kopflosen Raubtiere, für die du uns hältst«, erhob Maya sanft ihre Stimme. Sie neigte den Kopf tief über den Boden, dann ließ sie sich auf dem ausgetretenen Pfad nieder, um zu unterstreichen, dass sie nicht auf einen Angriff aus war. »Wir Drachen sind intelligent, und das Gleiche gilt für unsere Greifenfreundin hier. Mein Name ist Maya.« Der Fremde hatte die Augen weit aufgerissen, er war arschfahl geworden. »Bitte«, wimmerte er, »habt Mitleid mit mir.« Simon schüttelte den Kopf. »Das hat so keinen Zweck«, wandte er sich an seine Gefährten und gab ihnen ein Handzeichen. »Bitte geht ein Stück zurück, alle. Wir wollen niemanden in Panik versetzen.« Aaron, Mary und Leandra folgten seiner Aufforderung. Auch Maya rappelte sich langsam wieder auf und wich rückwärts zu den anderen zurück. »Siehst du?« versuchte Simon es erneut und wandte sich wieder dem Händler zu. »Sie werden dir nichts tun. Sie sind unsere Freunde und Partner.« Der Mann schien nicht überzeugt. Er wich noch etwas weiter zurück und machte Anstalten, sich hinter dem Pferd zu verstecken, das vor seinen Karren gespannt war. Das Tier schnaubte nervös und schlug mit einem Huf in die Luft. Alexis konnte sehen, dass der Rapper halb ausgeschirrt war. Vermutlich hatte der Händler versucht, seine Flucht ohne den Karren fortzusetzen und war zu langsam gewesen. »Alexis«, bat Aaron leise um seine Aufmerksamkeit. Mit der Schnauze deutete er auf Alana, die von Leandras Rücken gesprungen war und langsam auf Simon zulief. Es war offensichtlich, was sie damit bezweckte. Wenn zwei Jugendliche sich gefahrlos zwischen den Drachen bewegen und ihnen den Rücken zukehren konnten, würde das den Händler vielleicht überzeugen, ihnen zuzuhören. Und ganz offensichtlich wollte Aaron, dass Alexis es Alana gleich tat. Alexis zögerte. Was konnte er schon ausrichten? Der Mann hatte Angst, und solange die Drachen da waren, würde sich daran auch nichts ändern. Dennoch rutschte er langsam von Aarons Rücken und trat zu Simon und Alana. Der Händler beobachtete seine Ankunft, als fürchte er, dass sein letztes Stündchen geschlagen hätte. »Bitte hör uns zu.« Simon ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Er hielt dem Händler seine Hände hin, um zu zeigen, dass er keine Waffe führte. »Dies hier sind Alana und Alexis, meine Begleiter.
Wir haben deinen Karren aus der Luft gesehen und beschlossen, in einiger Entfernung zu landen, damit du nicht denkst, dass wir dich angreifen. Du handelst mit Waffen, nicht wahr? Wir würden gerne deine Ware sehen und wissen, ob du unsere Schwerter schärfen kannst. Mit einem Mal ging eine Veränderung durch den Mann. Seine Angst blieb, doch seine Haltung drückte nicht länger Unterwürfigkeit aus. Stattdessen spannte er die Muskeln an und ging leicht in die Knie. Alexis sah es ganz deutlich. Er kannte dieses Verhalten. Der Händler war nicht länger gelähmt vor Angst. Stattdessen war er bereit, in seiner Verzweiflung um sein Leben zu kämpfen. »Tu das nicht«, hörte Alexis sich selbst mahnend sagen. Dabei hob er eine Hand. Den Mann hielt das nicht weiter auf. Ganz langsam trat er näher an seinen Karren heran, wandte sich dabei keine Sekunde von den Gefährten ab. »Ich habe es nicht verdient zu sterben«, presste er dabei hervor, doch da war auch ein lauernder Unterton in seiner Stimme. Er taktierte sie, maß mit seinen Blicken, wie er sich die besten Chancen ausmalen durfte. »Wir wollen dir nichts Böses«, wiederholte Simon noch einmal. Offenbar hatte er die drohende Gefahr ebenfalls erkannt. Er machte einen kleinen Schritt auf den Händler zu. »Wenn du uns nicht anhören willst, werden wir weiterreisen. Dir wird kein Leid geschehen.« »Deshalb habt ihr eure Bestien mitgebracht?« entgegnete der Mann vielsagend. Er hatte seinen Wagen nun schon beinahe erreicht und hob eine Hand, um sie unter die Plane zu schieben, die die Ladung verbarg. Er würde sich nicht umstimmen lassen. Unvermittelt verhärtete sich der Knoten in Alexis' Bauch, ließ Hitze durch seine Adern jagen. Das war nicht gerecht. Niemand von ihnen hatte dem Mann etwas getan, und doch wollte er sie bekämpfen. Kurz entschlossen setzte Alexis sich in Bewegung. Mit wenigen Schritten erreichte er den Mann, der zu überrumpelt war, um zu reagieren. »Nicht die Drachen sind es, vor denen du Angst haben musst«, fauchte Alexis. Dann hob er die Hände und packte den Händler an den Schultern, nah genug an der Kehle, um bloße Haut zu berühren. Schmerz explodierte in seinem Körper, fraß sich von seinen Händen her seine Arme hinauf. Zugleich fühlte es sich an, als würde das Mal auf seiner Brust Feuer fangen. Die Pein jagte in jede Faser seines Körpers. Alexis ächzte, doch dieses Mal ließ er nicht zu, dass der Schmerz ihn zu Boden schickte. Stattdessen krallte er seine Hände fester in die Schultern des Mannes. Der Händler schrie auf, seine Augen verdrehten sich, so dass das Weiße darin sichtbar wurde. Alles Blut wich aus seinem Gesicht, er sackte in Alexis' Griff zu Boden. Ein atemloses Wimmern entrang sich seinen Lippen, dann fand er seine Stimme wieder und schrie seine Qual hinaus. Alexis konnte seiner eigenen Pein nicht länger widerstehen. Zitternd ließ er los und taumelte rückwärts, dann ging er zu Boden, er vermochte kaum noch zu atmen. Ein weiterer Schrei erfüllte die Luft, doch dieses Mal war er nicht menschlich. Als Alexis den Kopf wandte, sah er, dass das Pferd des Händlers stieg und sich in seinem Geschirr wand. Die Hufe des Rappen wirbelten durch die Luft, und dann gaben die letzten Lederriemen, die das Tier noch hielten, nach. Mit einem Ruck kam der Hengst frei, taumelte vorwärts, dann stieg er erneut. Seine Hufe wirbelten direkt über Alexis durch die Luft. Vielen Dank an Sarah für die einleitenden Worte. Hallo, ich bin der Markus und ich werde euch gleich aus Band 2 meiner Falkenflug-Trilogie vorlesen. Die Szene, die ich ausgewählt habe, spielt in einer umkämpften Burg. Fast schien es, als ginge der Tag ohne eigene Verluste an die Aufständischen, als Kampflärm von der Treppe her den jungen Edlen herumwimmeln ließ. Gunnet hatte Baron Kervan nie zuvor gesehen. Trotzdem erkannte sie sofort, wen sie vor sich hatte, als mit einem markerfütternden Kampfschrei an der nächsthöheren Windung der Treppe ein Riese von einem Mann erschien und mit einem einzigen Schwertstreich zwei oder drei der aufständischen Bauern fällte. Blut spritzte ihm auf den Helm und das weiße Nachthemd und befleckte den goldenen Hirsch auf seinem roten Dreiecksschild. Ein verehrter Strahl Fackellicht ließ eine silberglänzende Scheibe vor seinem Hals aufblitzen, als er einem der Verletzten mit dem bloßen Fuß einen Tritt versetzte, der den zuckenden Körper mit Wucht in die Menge der restlichen Kämpfer auf der Treppe beförderte. Wie eine Welle, die die Stufen herabrollte, riss einer den nächsten um, bis auch der vogelfreie Fargunet das Gleichgewicht verlor und mit seinem ganzen Gewicht gegen sie kippte. Es gelang ihr, den Kopf mit den Armen zu schützen, als sie sich überschlug und wie ein Hemd auf einem Waschbrett die hölzernen Stufen hinabholperte. Jeder Einzelne hämmerte ihr kräftig gegen Ellbogen, Hüfte, Knie und Schienbeine, ehe sie halb betäubt in einem Gewirr von Leibern auf den Treppenabsatz zur Ruhe kam.
Jeder Knochen schmerzte ihr im Leib, als sie sich unter Morians Beinen freigrub, um sich aufzurichten. Wenige Schritte über ihr, auf dem Treppenabsatz vor dem Rittersaal, verzerrte sich der blonde Löwenbart des Barons zu einer zähnefletschenden Fratze, als er mit dem Schild den Spieß beiseite drückte, in den zitternd eine junge Frau mit Eisenhut und dem mintgrünen Kleid einer Edeldame entgegenreckte. Schon hatte er gegen sie zum Hieb ausgeholt, als eine vollgerüstete Gestalt mit geschwungener Waffe aus der Tür des Saales geschossen kam und ihn zwang, das Schwert zu einer Parade herumzureißen. Im ersten Moment konnte Gunit diesen Kämpfer, der sich im blanken Kettenhemd ohne Waffenrock auf den tobenden Riesen stürzte, nicht einordnen. Dann erkannte sie das braune Tuch an seinem Gürtel und ihr Herz setzte einen Schlag aus. Sie tastete um sich und raffte das Kurzschwert ihres flachsbärtigen Bewachers an sich, der bewusstlos und mit einer blutenden Platzwunde an der Stirn unter ihr lag. Während sie sich hochrappelte und den festgeklemmten Kittel freiruckte, gelang es Ragald, den Baron mit einer Folge schneller Schwerthiebe hinter die Windung der Treppe und nach oben zu treiben. Bauern, Vogelfreie und ein von Kopf bis Fuß blutverschmiertes, halbnacktes Mädchen mit zwei Messern drängten hinter ihm aus dem Rittersaal, ohne ihm jedoch beistehen zu können. Das enge Treppenhaus bot nicht genug Platz, um in den Zweikampf zwischen Ragald und seinem Gegner einzugreifen. Eine weitere Stufe drängte er den Baron nach oben und verschwand aus ihrer Sicht, als er nachsetzte. Nur am Scheppern der Klingen und Schilde konnte sie erkennen, dass der Kampf sich fortsetzte. Sie zwang sich, die Schmerzen der unzähligen Prellungen, die ihr der Sturz beschert hatte, nicht zu beachten und arbeitete sich, das Kurzschwert in der Hand, über bewusstlose und sich regende Vogelfreie hinweg. Gerade war sie an Osgood vorbeigekommen, der eben erst benommen den Kopf hob und hatte den Treppenabsatz fast erreicht, als die Menschentraube vor ihr plötzlich in Unruhe geriet. »Feuer!« rief eine überschnappende Männerstimme. »Feuer!« Gerade noch gelang es ihr, sich gegen die Mauer zu drücken, als die verknäuelte Masse aus Menschenleibern begann, sich an ihr vorbei nach unten zu wälzen. Beißender Rauch stieg ihr in die Nase und sie hielt den Atem an, während sie die Finger in eine Lücke zwischen zwei Mauersteinen krallte, um sich gegen das Zerren der Herde an Ort und Stelle zu halten. Immer noch klirrte weiter oben Stahl auf Stahl. Sie konnte unmöglich hier fort, solange Ragald noch um sein Leben kämpfte. Endlich waren die letzten Fliehenden an ihr vorbei. Hastig löste sie den Knoten ihres Kopftuches und presste es sich vor Mund und Nase, bevor sie ihrer durstenden Lunge den nächsten Atemzug gönnte. Rauch waberte aus der offenen Tür des Rittersaals und füllte das Treppenhaus in dichter werdenden Faden. Noch konnte sie drei, vielleicht vier Schritte weit sehen. Sie folgte dem Kampflärm nach oben. Immer mehr Husten mischte sich in das Klirren der Schwerter, das allmählich verebbte, während sie die letzte Kehre der Treppe hinter sich brachte. Halb und halb wappnete sie sich dagegen, in den nach unten flüchtenden Baron hineinzulaufen. Doch niemand kam ihr entgegen, bis sie die nächste Tür erreichte. Mittlerweile war der Kampflärm vollends verstummt, und alles, was sie hörte, war das Husten eines einzelnen Mannes. Ragald? Das Kurzschwert in der rechten, das Tuch mit der linken vors Gesicht gedrückt, tastete sie sich einen vorsichtigen Schritt weit in den Raum, den der Rauch aus dem darunterliegenden Stockwerk ausfüllte wie dichter Nebel. Vesas, betete Gunit, bitte gib, dass es Ragald ist, den ich husten höre. Ligander, bitte gib, dass sich das Feuer nicht bis zur Treppe ausbreitet, bevor wir hier heraus sind. Sie stieß mit der Hüfte gegen einen kleinen Tisch und brachte so eine Waschschüssel ins Schwanken, aus der ein Spritzer herausschwappte. Sofort hielt sie wieder den Atem an und zog das Tuch durchs Wasser, bevor sie es sich erneut vor die Nase drückte. Ragald, rief sie dumpf in ihren Atemschutz, der jetzt, nass und kühl, den Rauch deutlich besser abhielt. Das Husten wurde lauter und sie meinte, ein erstickes »Hier« dazwischen zu vernehmen. Weiter tastete sie sich in den Rauch hinein und achtete mit ihren brennenden, tränenden Augen auf Dinge am Boden, um sich für den Rückweg zur Tür zu orientieren. Ein achtlos hingeworfener Furz, ein rotes Samtgewand mit goldenem Pelzkragen, ein bloßer, haariger Fuß, der aus einem Nachthemd herausragte. Kurz hockte sich Gunit nieder. Vor ihr lag in der Tat Baron Kervan und rührte sich nicht mehr. Das Kurzschwert würde sie nicht mehr brauchen, um in einen Kampf einzugreifen, also legte sie es nieder, die Klinge in die Richtung weisend, aus der sie gekommen war. Ragald! Husten, keuchen. Hier! Er musste ganz nahe sein. Sie wich nach rechts von ihrer Richtung ab, einen Schritt weit, zwei. Am Boden lag ein silberner Kelch.
Dann sah sie vor sich einen behelmten Schatten mit einem Dreiecksschild blind durch den Qualm stolpern. Mit einem raschen Sprung nach vorn griff sie nach ihm, tastete an seinem Arm entlang, wobei etwas, das von seinen Fingern baumelte, ihre Hand streifte, umfasste sein Handgelenk und zog ihn mit sich. Die Nieten auf dem Leder seines Handschuhs drückten ihr rau in die Handfläche. Sie lief an dem Kelch vorbei, weiter bis zum reglosen Baron, der Spitze des Kurzschwerts nach, am Samtgewand vorüber, an den Shorts. Ihre Hüfte streifte wieder die Kante des Waffentisches und kurz darauf ihre Schulter den Türrahmen. Auch auf der Treppe ließ sie Ragals Arm nicht los. Hustend stolperte er hinter ihr her, die Stufen hinab, durch dicken Qualm, in dem sie kaum noch ihre eigenen Füße erkennen konnte. Tja, wer mehr darüber wissen will, ob und wie sie aus dem Turm entkommen und worum es in dem Kampf überhaupt ging, kann das jederzeit gerne nachlesen in meiner Falkenflug-Trilogie. Danke fürs Zuhören.